spielst nicht. Ich spiel dann jetzt. Nein. Doch. Nee, du Troll. Teures Spiel. Pass auf. War ja sonst immer nur den Tourbus. Ja. Wenn ich ihn jetzt kaputt mache, was passiert denn dann? So. Du, guck mal. So. Nee. Zwei Apfelsinen im Haar und in der Hüfte. Bananen. Das ist Roswitha gefällt. Das ist hier. Ich brauche hier oben so einen Haken. Ah, so leeres Stadion ist was Feines. Ja, ne? Hat von was. Der Akustik her, ne? Ah, nee, nein! Ist da möchte ich nicht begraben sein! Nicht oder doch? Nein. Folgendes ging hier in Mönchengladbach in die deutsche Fußballgeschichte ein. Günter Netzer wechselte sich im DFB-Pokalfinale 1973 selbst ein und erzielte wenig später das entscheidende Tor zum Pokalsieg der Gladbacher Borussia. Hennes Weisweiler war außer sich. Das stellen wir nach. Ich brauche mal erstmal eine Zigarette. Hennes Weisweiler hat am Spielfeld... Achso, ich bin auch wegen der Haare. Ich bin Günter Netzer. Ja, du bist Günter Netzer, natürlich. Du bist ja mit Gladbacherin. Der Hennes Weisweiler, der hat ja am Spielfeld dran geraucht. Das ist geil, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Bei Jogi Löw mal vorstellen. Jogi Löw steht am Spielfeld dran und raucht. Ne? Am Sack kratzen, das ist ja das schon kann, ich wüsste gar nicht, Problem, wie. Ne? Aber stell mal vor, der kratzt sich am Sack und hat dabei noch die Zigarette in der Hand. Dann brennt aber die Hose. Einer, der nach Real Madrid geht und Mönchengladbach verlässt, das ist für mich kein Fußballer, das ist ein Landesverräter. Du spielst nicht. Hast du mal gesehen, was sich da auf dem Platz abspielt? Nix ohne mich. Du spielst nicht. Ich spiel dann jetzt. Nein. Doch. Nee. Doch. Nee, du Troll. Komm, wir spielen. Komm auf. Schieß dein Ass und noch ein Tor. Hör mal, da haben wir jetzt aber was erlebt. Ich wäre ja nie in meinem Leben, wäre ich nach Mönchengladbach ins Stadion gekommen. Nee, warum auch, ne? Da habe ich jetzt, wegen dir, ja, habe ich jetzt einen völlig neuen Horizont. Ja, aber gut, ne? Oder? Ja, ein Fußballverein, der funktioniert. Ja. Das können wir kaum noch, ja so nicht. Nein! Oh. Ich sage ja immer, Köln, so sagt man ja, ist eine Fahrstuhlmannschaft. Ne? Ja. Rauf, runter, rauf, runter, rauf. Ja, die sind schon echt Kummer gewohnt. Auch mein Kollege Didi Jünemann, der hat das mal so analysiert, wie der kölsche Spieler so tickt. Ne? Wenn ich gut spiele, ne, gewinnt mein Verein, habe mehr Geld. Ja? Ja. So, wenn ein Verein viel Geld hat, ne, dann kann er sich besser Spieler leisten als für mich. Ja, was soll also ich gut spielen? Ja. Ne? Was soll ich gut spielen? Dumm eigentlich, gut zu spielen. Ja. Bist du denn eigentlich nach deinem Studium? Du hast ja Sprachen studiert. Auch. Ne? Du kannst ja perfekt Spanisch. Ne? Verstehen. Komm. Ich kann so passiv. Ich habe ja Italienisch gesprochen, weil meine Eltern immer durch Lehrer mäßig waren, war ja immer in Italien im Urlaub. Ne? Ist ja so. Ja. Und dann habe ich angefangen, Italienisch zu studieren, habe ich dann aber auch aufgehört, Italienisch zu sprechen, weil ich dann gemerkt habe, ach, die Sprache hat auch noch Grammatik. Und habe dann abgebrochen, bin nach Leipzig gegangen, um Musical zu studieren. Mhm. Und dann wieder zurück, aber nicht nach Düsseldorf, sondern nach Bonn. Aha. Die Mönchengladbacher ist sehr nett. Sehr nett, sagen, wirklich toll. Dankeschön. Niederrheiner an sich super ist ein freundlicher Typen. Ja, der Niederrheiner an sich. Der lässt einen vor. Und jetzt ist er natürlich sauer, dass ich ihn einnebel. Natürlich. Das tut mir leid. Hab ich nicht an diesem Film auch, da ist die Nebelmaschine. Richtig. Ich fahre ja sonst immer nur den Tourbus. Ja. Wenn ich ihn jetzt kaputt mache, was passiert denn dann? So? Du, Kuppel. So. Nee. Kuppel ist jetzt. Ja auch so. Bin ich im zweiten? Super. Jetzt nicht so elegant wie bei dir, aber... Einmal auf
auf so einen Platz hier rast, ist der Pferd mit dem Straßenverkehr ganz anständig. Natürlich. Da hast du keine Lust mehr, der ist der schlecht, dann wirst du, fährst du dann ganz langsam, herrlich. Ich hab ja schon mal, ich war ja Nachprüfung, weil ich so schnell gefahren bin. Ja, ehrlich? Ja. Ehrlich? Musst du so auch so Punkte abbauen? Ja, ja. Fährst du mit dem Tourbus auch so schnell? Manchmal, aber nur auf der Autobahn. Der ist ja auch nicht so wendig, der ist ja so behäbig. Da sitzen ja auch sieben Männer drin. Du bist sehr beherzt, muss ich sagen. Ja? Ja, doch. Ist das gut oder schlecht? Doch, du hast einen unheimlichen Stil, so. Mein lieber Scholli, du. Ich mache auch zwischendurch immer Zwischengas, hörst du das? Ja, ich merke, du hast das voll raus, aber. Ich schwitze auch schon. Bist du dann wieder an den Niederrhein gezogen? Nee, gar nicht mehr. Ich bin dann von Leipzig aus nach Bonn gegangen zum Studieren. Ich habe dann wieder Sprachenstudium aufgenommen, ein bisschen Theater gespielt und so Sachen gemacht und Soziologie. Also ich habe alle Studiengänge mal versucht, die mir so in die Quere kamen. Hast du denn auch was zu Ende gemacht? Nee. Nix? Da kam Box. Alles abgebrochen. Ja. Herrlich. Ich war mit einigen Sachen sogar kurz vor Schluss, aber das war irgendwie, kam dann. Ich habe dann in Bonn Theater gespielt, in der Brotfabrik, so hieß die früher, und bin von Bonn aus nach Köln zu den fabulösen Thekenschlampen gekommen. Mhm. Genialer Name, ne? Tolle Band. Einfach eine Spaßparty-Band. Ja. Und durch die dann zum Impro-Theater. Haben die dich denn angesprochen oder wolltest du? Nee, die haben, das war ganz lustig, der Pianist des Theaters in Bonn, wo ich gespielt habe, der sagte, in Köln bei den Thekenschlampen wird eine neue gesucht. Ja. Und dann habe ich gesagt, also weil ich die damals noch nicht kannte, sowas mache ich nicht. Was denkst du denn? So, der erste Band, verdammt nochmal. Und dann habe ich, und dann haben die so ein Vorsingen gemacht. Also man musste sich da, kam ins Managementbüro und ich hatte eine aufblasbare Gitarre dabei und habe zwei Apfelsinen im Haar von France Gall vorgesungen. Ja. Und das schien denen gefallen zu haben. Und dann war ich eine von denen. Zwei Apfelsinen im Haar und in der Hüfte Bananen. Dass das Roswitha gefällt. Was? Ja, sie scheren noch dieses Jahr, das kann man heute schon ahnen, trägt die modische Welt, das was uns wieder gefällt. Ein geiles Stück. Das muss man geben, auf Gebühren bezahlen. Natürlich, Scheiße. Mist. Ja. Aber wir haben es ja ein bisschen verändert. Wir haben es ja verphrasiert. Ja. Dann ist es ja nicht mehr das Original. Das war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, mit den Studien, mit den Sprachen, das ist alles Quatsch, ich muss irgendwie auf die Bühne. Nee, immer noch nicht. Ich habe immer noch währenddessen weiter studiert. Da habe ich auch noch gleichzeitig noch eine Verlagsassistenz beim Prinz Verlag gemacht. Ich habe immer versucht, möglichst viel gleichzeitig zu machen. Das merke ich aber auch. Du bist eher so ein Multitasking-Typ. Ne? Ja, immer eher. Irgendwann war es dann auch mal zu viel. Ne? Dann habe ich, und dann kam noch Möhre dazu, dann hörten die Thekenschlampen auf, dann kam Impro-Theater und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das ist jetzt alles Quatsch. Und dann kam ja auch schon relativ schnell, Gott sei Dank, die 30-3. Und dann habe ich gesagt, jetzt hängen wir mal das Studium an den Nagel. Mhm. Und das hast du gemerkt, also man könnte man vielleicht von leben. Ja. Und dann hast du halt, dann hörst du halt den Studieren auf. Aber ich habe ehrlich gesagt nie so einen konkreten Plan. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich immer so viel auf einmal mache. Ich lasse immer so alles sehr, sehr gerne auf mich zurollen und mache dann einfach. Aber erzähl doch mal genau, wo ist denn jetzt der Punkt gewesen, dass du gespürt hast, du hast ein komisches Talent? Es gibt ein Zeugnis von einem Regisseur und der hat in mein Zeugnis reingeschrieben, noch mit Schreibmaschine damals noch in Leipzig, das blonde Energiebündel aus Nordrhein-Westfalen kann und sollte sein komisches Talent nicht unterdrücken. Das finde ich eigentlich so einen schönen Satz. Also, das war ein Befehl, den du nicht ignoriert hast. Da widerspreche ich mal nicht. Und der Schauspielprofessor Professor Förster, der ist leider gestorben, bevor wir da nochmal richtig Kontakt aufnehmen konnten, hat mir immer geschrieben, wenn ich mein Leipzig-Gastspiel hatte oder so. Der hat immer, weil der Schauspielunterricht war immer als letztes am Tag. Ja. Weil ich bin immer eingeschlafen. Bei der Entspannungsübung schlief ich schon, weil ich einfach immer müde war. Ja. Weil morgens früh schon Ballett und so. Und der hat mich immer schlafen lassen. Also ich habe mehrere Schauspielunterrichte verschlafen und dann hatte ich da eine Studienfreundin und dann hat der immer gesagt, lass sie schlafen, die macht das schon. Die hat die im Bauch stecken, die macht das schon. Und das fand ich so, der hatte so ein Vertrauen, der sagte, die wird wissen, wo sie hingeht.
Jetzt nicht so elegant wie bei dir, aber. Das hier war mal richtig Gas. Also hängen wir die Jungs mal ab, die haben ja keinen starken Motor. Achtsam rasen heißt das. Herrlich. Ich bin aber diplomatisch-pädagogisch erzogen worden. Antiautoritäre Erziehung ist auch anstrengend. Ja. Da sagen die Kinder dann immer, müssen wir heute wieder machen, was wir wollen. Ja, so genau. Ja, genau. Das will man ja gar nicht. Nein, nee.